Kennt ihr mich noch? Ja, Sorry, dass ein paar der Uploads nicht so regelmäßig kamen in den letzten 3 Wochen. Ich muss zugeben, ich habe ziemlich gute Ausreden dafür. Erst hatte ich Corona und mich hat es ziemlich hart erwischt. Das heißt, ich habe auch 2,5 Wochen nicht gestreamt und mir ging es einfach generell ziemlich dreckig. Deswegen konnte ich auch keine Uploads machen. Und als ich dann dachte, dass es mir besser geht, wurde ich vom Pferd getreten. Das ist kein Witz. Ich stand zwischen 2 streitenden Pferden, war nicht so smart. Dann war ich am Donnerstag in der Notaufnahme und musste über Nacht im Krankenhaus bleiben. Das heißt, ich habe eine relativ gute Ausrede dafür, warum letzte Woche Freitag keine Endzone-Folge kam. I am very sorry, aber ich bin jetzt wieder da. Mein blauer Fleck ist abgeheilt. Und wenn du das hier siehst, dann war ich gestern wieder auf der Ranch. Und ich hoffe, nicht wieder in der Notaufnahme. Aber ja, wir werden es rausfinden. Weiter geht's mit dem Programm. So, es braucht jetzt natürlich wieder ein bisschen, damit ich mich hier... Kiba? Ja, da sind Menschen im Treppenhaus. Die dürfen da sein. Darf ich jetzt Endzone spielen? Sehr schön, kleiner Mann. Gut. Das wird jetzt wieder ein bisschen brauchen, bis ich mich wieder einfinde und überhaupt rausfinde, wo wir hier vor 3 Wochen das letzte Mal waren. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Ach, wir haben ja sogar schon den Handelsposten. Wir haben eine Weide mit Büffeln. Wir haben Hühner. Wir haben Kräuter. Und können nicht mehr Kräuter produzieren. Ach, das wäre was. Okay, das bedeutet, wir fangen... Lass uns ein bisschen mehr Grundstruktur aufbauen. Ah, wir haben auch eine Kneipe. Dieses Gebäude produziert kontaminierte Ressourcen. Das ist natürlich wundervoll. Wir haben auch eine Wetterstation. Das heißt, wir können hier jetzt einstellen, dass die Sachen, die Felder abgedeckt werden, bei einer mittleren, machen wir mal auf eine niedrige Kontamination, dann müssten die jetzt eigentlich abgedeckt werden. Und dann sollte das auch, ja, die sind jetzt abgedeckt und dann sollte da auch eigentlich kein Problem mehr herrschen. Und Regenspeicher brauchen wir niemals, weil wir eh alles filtern. Aber wir brauchen, wenn wir das so abdecken lassen, upsie, dann brauchen wir vermutlich eine Bewässerungsanlage hier in den Feldern drinnen, damit die Felder bewässert werden, auch wenn es abgedeckt ist. Ich habe das nicht so... Ah doch, guck mal, hier kriege ich... Aber ich habe das nicht so gut geplant. Eigentlich wäre hier drin halt optimal, aber die Felder sind generell auch ein bisschen zu groß, um wirklich richtig abgedeckt zu werden mit einer Bewässerungsanlage. Das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, lasst uns mal das hier ernten. Und dann packen wir die Bewässerungslage da in die Mitte rein und gucken einfach mal, was das dann so tut. Es ist halt nicht optimal, aber es ist auch besser als nichts, I guess. Dafür muss halt jetzt erstmal hier geerntet werden. Aber essenstechnisch scheint uns auf jeden Fall gut zu gehen. Dann wollen wir... Das haben wir jetzt alles. Haben wir eine Forschungsstation? Forschungsstation müssten wir auch irgendwo haben, ne? Expedition, Siedlungszentrum, Forschungsstation haben wir auch. Geht sehr langsam voran, aber geht voran. Wir wollen auch noch ein Sanitätshaus haben. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Und das würde sich hier halt echt gut anbieten. Ich muss niesen. Entschuldigung. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Aber hier neben, da haben wir einfach direkt neben der Kneipe, haben wir direkt das Sanitätshaus. Das ist gar nicht so scheiße. Dann können wir schnell reagieren. Und dann können wir aus unseren ganzen Kräutern vielleicht ein bisschen was Sinnvolleres basteln. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Expeditionsfenster öffnen. Okay, dann starten wir nochmal eine neue Expedition.
Zum Beispiel hierhin. Schicken wir da mal Kundschaft dahin und gucken, was dann so rauskommt. Dann haben wir hier einen Händler. Jein. Das sind jetzt nicht unbedingt, also Kohl wäre vielleicht potenziell interessant, aber ich weiß gar nicht, kann ich Kohl anbauen, wenn ich Kohl gekauft habe? Ich probiere es einfach mal aus. Ich hole mir mal 5 Kohl und dann kriegt er im Gegenzug... Da kriegst du 5 Kräuter gegen 5 Kohl. Ja, wobei wir können dann sogar ein bisschen mehr Kohl einfordern. Ich will kein Bier. Vor allem will ich kein Wasser. Nee, ich will... Wobei, Bier ist halt eigentlich... Warum eigentlich kein Bier? Warum habe ich eigentlich Nein zu Bier gesagt? Ich habe doch da Kräuter des Todes und werde sie ja eh nicht mal los gerade. So, jetzt mag der uns sogar. 15 Kohlköpfe, Bier. Hier handelt es sich wohl wirklich um Feinschmecker. Hätte ich das mal früher gewusst, dann wären wir schon häufiger hierher gekommen. Na, jetzt mag der uns sogar. Geil, jetzt haben wir fucking Bier in der Kneipe. Das sollte die Moral unserer Leute auch erhöhen. Die Frage, die sich mir gerade an der Stelle immer noch stellt, ist, kann ich jetzt Kohl anbauen? Weil ich jetzt quasi ein paar Kohle hatten. Ah ja, wir bauen ja auch Hanf an. Lol. Das hätte ich ganz vergessen. So, das waren alles. Was war das? Das waren Kartoffeln. Das sind auch Kartoffeln. Das sind Tomaten. So, hier wird aber abgebaut schon mal. Das ist ganz gut. Wir haben nur Probleme mit der Lagerung. Kann ich mein Hauptding noch weiter ausbauen? Mein Siedlungszentrum? Das kann man nicht weiter ausbauen. Ne? Ich glaube, ich habe das schon aufs Maximal ausgebaut. Dann lasst uns mal die Logistik. Lagerhaus, das muss ich erst erforschen. Ja, schwierig. Ich habe zu viel Essen. Ich dachte nicht, dass das mal mein Problem sein wird, aber ich habe zu viel zum Essen. Ich habe viel zu viel zum Essen. Scheiße. Aber wir können hier auch noch ein Lager bauen. Das ist auch ein provisorisches Lager. Das heißt, wir haben dann einfach 2 provisorische Lager nebeneinander. Aber das tut an und für sich ja auch echt nicht weh, weil... Wir brauchen die Lager. Wir brauchen die echt dringend. Und wir haben keinen Platz, unser Essen loszuwerden. Kann ich extra Rationen beschließen für die Moral? Also so die Leute dazu zwingen, mehr zu essen? Bin mir nicht sicher, ob das so smart ist. Aber irgendwo hier müsste doch auch mein... Genau, das ist mein Forum. Und hier kann ich... Gut, ich muss eine Pionierstatue errichten. Das heißt, das muss ich zuerst machen. Oh, das Festmahl hätte ich zuerst andrücken sollen, ne? Wo ist denn die Pionierstatue? Da! So, und da setzen wir jetzt den Fokus, dass das so schnell wie möglich fertig ist. Weil dann kriegen wir das Festmahl vielleicht auch noch rechtzeitig zubereitet. Das wäre ziemlich cool. Leider haben wir halt überall kontaminiertes Essen produziert.
weil wir das noch nicht hatten, die Wetterstation, um die Sachen abzudecken. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wie sieht das sonst aus mit der Menge an Menschen, die wir haben? Mal, wo war denn die Liste? Ja, wir können noch einen Baumeister hier deklarieren. Das passt eigentlich ganz gut. Und dann können wir eigentlich da in der Endzone auch mehr hinliefern. Holz und Schrott sollten wir ja fast genug haben momentan, um sogar liefern zu können. Wir haben auch richtig viele Werkzeuge. Warum läuft denn der Run so gut? War das wirklich der Run, den wir gespielt hatten? Der kommt mir so gut vor. So habe ich den hinterlassen? Ist ja insane. Ist ja richtig krass. Das lief ja richtig wie am Schnürchen. Ich glaube, ich werde sicherheitshalber, bevor ich die Folge hochlade, nochmal nachgucken, ob das wirklich der Run ist und ob ich mich nicht vertan habe und aus Versehen was Falsches gestartet habe. Das wäre viel zu witzig. Aber es kommt mir so gut vor. Crazy. So, hier muss noch Schrott rangekarrt werden, aber das sollte eigentlich alles recht schnell gehen jetzt. Weil wir haben ja alles an Ressourcen. Ja, Holz ist jetzt schon mal instant da. Schrott und Metall könnten ein bisschen knapper werden. Schrott könnte ein bisschen, also Metall könnte ein bisschen problematischer werden. Aber wir haben hier auch einiges auf Pause gesetzt, weil wir gerade nicht so viel brauchen. Hier gibt es noch eine Wasserstelle, eine Essensausgabe. Ja, das Problem ist, dass wir hier kontaminierte Ressourcen produzieren, aber das können wir nicht verändern. Und eine Raffinerie wäre halt auch cool, wenn wir eine lernen würden. Das würde auch alles ein bisschen erleichtern. Aber es braucht mir gerade für meinen Geschmack ein bisschen zu lange. Bringen Sie den Schrott und machen Sie es fertig, bitte. Ah, Expedition. Expedition aufstellen. So, was brauchen wir? Ein Siedlerabzeichen hat einen Vorteil. Ich habe aber, glaube ich, keinen mit einem Siedlerabzeichen. Oh doch. Ich habe hier jemanden mit einem Siedlerabzeichen. Warum ist die... Ach, so kann ich die Aktionspunkte hochsetzen, genau. Das war's. Ich brauche eigentlich gar nicht so viele Leute. Ich habe es ja so auch schon abgedeckt. Ich habe es ja sogar mit zwei Leuten schon abgedeckt. Wir setzen nur die Rationen hoch, damit die Aktionspunkte höher sind. Und schicken die dann los. Let's go. Viel Spaß. So, die Statue ist gleich fertig. Nice, und damit haben wir Bonus bekommen. Und wir haben aber als Aufgabe auf dem schwarzen Brett Leichen auf unseren Straßen. Habe ich keine Menschen übrig? Ich habe keine Menschen übrig, die das gerade machen könnten noch. Aber das haben wir damit auch erledigt. Das ist auch ganz gut. Wir haben jetzt immer noch das Problem mit der Nahrung, ne? Der hat das immer noch nicht abgebaut, das Feld. Wir produzieren viel zu viel Essen. Was soll ich tun? Produziere so viel Essen, wie du möchtest. Alles ist gut. Wir wollen essen. Wir wollen so viel essen, wie wir kriegen können. Alles gut. Ich habe nicht gedacht, dass wir so viel zu essen haben werden. Das ist auch crazy.
Das habe ich echt nicht erwartet. Aber wir haben immer noch nicht rausgefunden, ob ich jetzt Kohlköpfe anbauen kann. Und ich glaube, wir werden safe noch eine zweite Schule brauchen. Weil wir haben gerade 10 von 10 Kinder im Unterricht. Aber wir haben 45 Kinder. Also ich bräuchte eigentlich 4 Schulen at this point und nicht eine. Das ist echt, es ist echt heftig, wie viele Menschen wir haben. Das ist echt wild. Das ist echt richtig wild. Könnten hier noch so ein Ding bauen? Für noch ein bisschen mehr Regenwasser, das wir hier aufbauen, also aufziehen können. Das wäre vielleicht noch was, was eine Überlegung wert wäre, potenziell. Ich glaube, Lagerplatz haben wir ja genug erstmal noch. Und an anderer Stelle könnten wir noch einen Brunnen bauen. Wir müssen nur schauen, dass wir keinem anderen Brunnen damit im Weg sind. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre ein Brunnen auch eine gute Idee. Auch einfach, weil wir jetzt auch landwirtschaftlich betrachtet Wasser nutzen. Und wenn wir landwirtschaftlich betrachtet Wasser nutzen, dann ist das nochmal ein anderer, also noch mehr einfach Verbrauch, den wir produzieren. Bietet sich hier an mit dem Brunnen. Mal gleich gucken. Wenn das Feld dann irgendwann mal geerntet ist, aber das braucht ja noch ein bisschen länger offensichtlich. Reichhaltige Nahrung. Geil. Wir haben so viel unterschiedliche Nahrung. Wir haben Pilze, Kartoffeln, Birnen, Fisch, Tomaten, Büffelfleisch, Hühnerfleisch, Eier. Sollten wir nicht auch Milch haben? Wir sollten eigentlich auch Milch haben, aber ich glaube, wir haben zu viele Menschen für zu wenig Milch. Das heißt, wir müssen potenziell, noch eine Weidefläche machen. Dann kriegen wir noch mehr Büffelfleisch, das ist ja auch nicht schlimm, aber dann kriegen wir auch mehr Milch, eventuell. Mal gleich gucken. Jetzt fehlt uns ein Brunnenwart. Kinder, werdet bitte erwachsen. Wir brauchen euch. Sterben zu viele Menschen hier. Weg. Es ist immer noch nicht geerntet. It's insane. Es ist immer noch nicht geerntet. Ja, wir könnten auch Dekontaminierungsposten errichten. Das würde das Nahrungsproblem eventuell auch lösen. Dann muss ich das vielleicht gar nicht abreißen. Das wäre halt auch eine Überlegung. Aber die Frage ist an der Stelle halt... Ach, das könnte ich sogar schon bauen. Ich bräuchte nur mehr Kohle für. Ja, warum nicht einfach einen Dekontaminierungsposten bauen? Für die Nahrung. Ich habe halt keinen Platz. Ah, aber wir haben ja hier noch diese ganz komischen Gebäude, die ich loswerden wollte. Das würde sich anbieten. Da müsste ich nur schauen, wenn ich die Dinger jetzt abreiße. Dann kriege ich obdachlose Leute. Das heißt, wir müssen dann auch im Umkehrschluss müssen wir auch neue Häuser bauen. Aber dann lass uns mal hier auf Felder lieber auf Mittel gehen. Dann machen wir halt noch falsche, also schlechte Sachen, aber das ist ja erstmal nicht maximal schlimm. Und dann sprayen wir lieber alles ein. Jodtabletten.
Ich habe ultra viel Gras. Und ich hätte dafür gerne ein paar Jodtabletten. Und ich hätte auch gern ein bisschen Kohle dafür. Ich kann dir neben Gras, kann ich dir auch noch Schrott anbieten. Geil. Dann haben wir hier noch ein paar Tabletten bekommen für die Leute, die mit Kontaminierung Probleme haben, um das ein bisschen, da ein bisschen entgegenzuwirken. Und wir müssen auf jeden Fall hier unten noch Unterkünfte bauen. Weil Menschen. Das hier. Nochmal wechseln kann, um es dann auch in diese Richtung zu drehen. Das finde ich besser. Und dann können wir unsere Wege so bauen. Und dann haben wir hier aber nochmal Platz für so einen kleinen Garten oder sowas. Das können wir ein bisschen Dekosachen hinpacken. Das ist auch nicht so schlecht. Und dann haben wir hier oben aber Platz für Dekontaminierungsquatschi. Das sollte gut sein, sobald das Haus abgerissen ist. So, hier wird überall noch gebaut. Da fehlen uns jetzt wieder überall Ressourcen. Das ist aber an und für sich ja erstmal nicht ganz so schlimm. Wir haben gerade eine Dürre, ne? Ich merke das halt gar nicht mehr, dass wir Dürren haben oder ob wir Dürren haben. Das fällt gar nicht mehr auf. Das ist echt krass, wie gut es läuft. Ich habe halt das Gefühl, ich verschreie es so ein bisschen, aber wird schon. Wird schon werden. So. Baut weiter, meine kleinen fleißigen Bienchen. Baut weiter. Baut weiter, kleine fleißige Bienchen. So, das geht schön hoch. Bauern können wir noch optimieren. Fischer können wir noch optimieren. Lehrer können wir noch. Wenn wir Lehrer optimieren, kann ich dann mehr Schüler in die Schule packen? Wo ist sie denn? Nee, aber ich glaube, die werden dann schneller fertig. Irgendwas muss es ja bringen, mehr Lehrer drin zu haben. Die sind dann bestimmt effizienter oder so. Das heißt, die Kinder werden schneller ausgebraten. Ausgebraten ist, glaube ich, nicht das politische korrekte Wort, das man für Kinder benutzen sollte. So, und jetzt können wir aber hier dieses Dekontaminierungsding planen. Und das sollten wir, glaube ich, auch priorisieren. Kohle und Plastik fehlt uns jetzt wieder. Ach, crazy. Aber das bedeutet, nämlich hier wird schon genug produziert. Das bedeutet, wir brauchen potenziell wirklich noch einen Recycler. Oder wir packen hier mal auf Plastik in der Zwischenzeit. Kohle könnten wir theoretisch gesehen einfach ein neues Gebäude noch bauen. Das tut ja erstmal nicht weh. Auch nicht so viel Aufwand. Hier fehlt auch Plastik. Ich habe auch viele Baustellen gerade gleichzeitig. Ich habe auch sehr viele Baustellen gerade gleichzeitig. Lass mal ein bisschen schneller durchlaufen.
damit sich das erstmal alles wieder hier regeneriert und fängt. Hier haben wir ein sehr wichtiges Gebäude gerade abgeschlossen. Und jetzt produzieren wir hier ordentliche Medizin. This is a lot worth. Das ist kein Deutsch. Das ist auf jeden Fall unfassbar viel wert. Weil wir haben keine Medizin, aber wir haben Kräuter ohne Ende. Und ich glaube, Medizin ist key. Medizin ist absolut key, wenn wir die jetzt selber herstellen können. Und das ist sehr, sehr cool. Das wird uns auch extrem in der, mit der Kontaminierung helfen. Plastik wird ein Issue. Plastik wird echt ein Issue werden. Das macht nicht so viel, wie ich gerne hätte. Das macht nicht so viel, wie ich bräuchte. Ach, die machen auch alle Metall da hinten. Mach mehr Plastik, bitte. Wir brauchen gerade viel mehr Plastik. Oh Gott. Das ist nicht schön. Oh nein, beschädigte Gebäude, das ist genau das, was wir brauchen. Ach Gott. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Mir fehlt nur wieder Plastik. Mir fehlt nur wieder überall Plastik. Wobei der, glaube ich, auf dem Weg ist. Ja. Jetzt fehlt nur noch 2 Plastik. Und ich glaube, der ist auch auf dem Weg. Ja, geil. Kontaminierer ist erledigt. Das ist amazing. Ich reduziere nochmal Bauern runter. Und dafür machen wir jetzt hier einen Kontaminierer ready. Die produzieren aus Wasser und aus Kohle. Wir brauchen so viel mehr Kohle. I mean, it's happening already, aber wir brauchen auch so viel mehr Menschen, um die ganzen neuen Berufe wieder zu füllen, die hier gerade entstehen. Ich meine, wir haben genug Nahrung und wir haben auch genug Wasser, I guess. Kann ich jetzt einstellen, ab wann quasi, ab wann gespritzt werden soll? Oder spritzen die jetzt automatisch? Die spritzen wahrscheinlich jetzt automatisch. Hallo, mein Freund. So, der bietet mir, was bietet der mir an? Schnaps. Ich habe wieder unglaubliche und Angebote Bier. Dabei und bin mir sicher, dass wir diesmal ein noch viel besseres Angebot für mich, uns erzielen können. Ich habe gerade nichts. Also du hast gerade nichts, was ich brauche. Und ich habe gerade nichts, was ich dir geben würde. Deswegen können wir leider gerade kein so gutes Angebot erzielen. Aber das ist ja auch erstmal nicht so schlimm. Ne? Wir sind gerade eher am groß ausbauen. Leere Arbeitsbereiche? Ach so, ja, das ist aber... Ich glaube, das hat in erster Linie damit zu tun, dass wir gerade Dürre hatten. Und wenn wir gerade Dürre hatten, dann gibt es einfach noch nichts zum Sammeln. Das braucht dann einfach ein bisschen. Das wird aber schon. Nice. Dekontaminierungsset wird hier auch fertig gebaut. Das ist sehr schön. Geil. Und wir haben einfach... Noch ein Regenspeicher. Wir werden niemals verdursten. Nie. Wir werden niemals verdursten. Es ist wunderschön.
Wir haben so viel Wasser. So, die Frage ist, wenn er dieses Ding jetzt gleich fertig gebaut hat, sprayt er das dann automatisch ein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die Dekontaminierung funktioniert. Ich war noch nie so weit. Ich würde halt gerne dieser Plantage sagen, hey, wir sprayen alles ein. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Siedler. Oh lol, das ist viel. Dann lass uns doch vielleicht einfach mal hier mehr Leute einstellen. Genau, und ich wollte auch die Bauern maximieren. Bauern ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn wir die maximieren. Ein bisschen mehr Baumeister ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr Sanitäter ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr Logistiker ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Und dann haben wir ja basically eh schon wieder fast alle aufgebraucht an neuen Arbeitskräften, die wir haben. Hätten. Ach, jetzt ist das aber weg. Guckt. Jetzt ist das aber actually weg. Mit der Meldung. Also produzieren wir offensichtlich nicht mehr kontaminiert. Gut. Dann lasst uns jetzt aber auch Nahrung. Jawohl. Dann lasst uns jetzt aber auch hier noch ein Anbaufeld planen. Weil ich wollte wissen, ob wir da jetzt was Neues anbauen können. Das war ja die Idee quasi dahinter. Schutzkleidung fehlt. Wat? Quatsch. Schutzkleidung kann nicht fehlen. Schutzkleidung fehlt. Crazy. Habe ich nicht gedacht, dass wir den Punkt nochmal erreichen. Wild. So, das ist immer noch kontaminiert. Das ist immer noch schlecht. Sehr, sehr schlecht. So. Und dann wollen wir noch ein zweites Feld auch haben. Hier, Kohle haben wir fast. Kohle haben wir fast. Ausgewogene Ernährung. Die Ernährung soll einseitig sein? Hä? Sammle Nahrung aus verschiedenen Quellen. Ich brauche noch eine 11. Quelle für Nahrung. Gut. I'm sorry. Okay, wir können leider keine Kohle produzieren. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid, dass wir hier noch was Neues freischalten müssen. Aber wir haben ja eh noch eine Expedition am Laufen. Vielleicht finden die ja was. Das wäre ultra cool. Und wir brauchen eine weitere Nahrungsquelle. Denn 10 Nahrungsquellen reichen nicht. Es ist offensichtlich trotzdem einseitig. Es tut mir leid. Wild.
So, wie sieht's aus mit Forschung? Ich habe einen Forschungspunkt. Das braucht ja 100 Jahre. Funktioniert eine Forschungsstation mit Strom auch besser? Kann nur einmal gebaut werden. Ja, mit Strom funktioniert die besser. Vielleicht wäre es Zeit, dass ich mich mit Strom... Ah, ich muss Strom freischalten. Ja, okay. Ich glaube, meine Leute sind einfach dumm. Ich glaube, meine Leute sind einfach dumm. Tut mir leid. Dann können wir das wieder runter reduzieren. Dafür die Kohlerei auf Marsch stellen. Von der werden wir noch viel mehr brauchen. Und dann können wir ja anfangen, hier weiter einzulagern. Ach, tun die eh automatisch. Da muss halt richtig viel Holz noch rein, ne? Und Holz haben wir potenziell nicht ganz so viel. Was mich daran erinnert, dass wir das noch schnell abbauen könnten. Also da unten abbauen ist auch sexy. Aber hier hätten wir auch noch so einen kleinen Schrotthaufen, der weg muss. Ja, hier wird eh abgeholzt, was das Zeug hält. Und hier drüben auch. Muss halt auch aufgefrischt werden, braucht halt alles ein bisschen. Wir können halt nicht nur abholzen. Es ist halt... Geht ja nicht nur. Was könnten wir denn noch für Nahrung bauen? Ich muss halt alles andere, was mit Nahrung zu tun hat, muss ich halt erst erforschen. Ich kann nicht... Nichts sonst mehr bauen, leider, für unterschiedliche Sachen. Also ich könnte halt noch eine Weide bauen, klar, aber wir haben auch nicht mehr Tiere. Und wir haben auch eine Fertigungsgrenze für Milch. Offensichtlich. Ich weiß nur gar nicht, warum. Ich würde gern mehr Milch produzieren, damit die Leute sich nicht so beschweren. Dass wir zu wenig unterschiedliche Nahrung haben. Ich baue jetzt hier einfach noch eine Weide hin. Mit noch mehr Kühen. Dann haben wir auch noch mehr Milch. Weil jetzt haben wir nur 9 reichhaltige Nahrung. Irgendwas ist uns ausgegangen, ich weiß gar nicht was. Eier, Pilze, Kartoffeln. Ich glaube, einer dieser ganz kleinen Streifen da drin ist Milch. Und ich glaube, der ist wohl ausgegangen, was ich nicht verstehe, weil wir haben eigentlich Milch. Jetzt ist wieder auf 10 hoch. Ach, kein Plan. Das verwirrt mich. In erster Linie brauchen wir auf jeden Fall bessere Lagerplätze, aber dafür müssen wir erstmal mit der Forschung weiterkommen. Und es kostet halt alles so viel. Es kostet alles so viel. Wir bräuchten halt dringend ein Lagerhaus. Wir bräuchten so viel von all dem. Wir brauchen noch Elektronik und Windkraftanlagen. Oh, und da kriegen wir dann Bier und Kuchen und Eintopf und Seife und keine Ahnung was alles. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Wissenstransfer, was bedeutet das? Alle ungebildeten Erwachsenen werden gebildet. Dieses Dekret verbraucht 2 Wissen, das in der Forschungsstation angesammelt wurde.
Es ist halt geil, aber es kann sich kein Mensch leisten. Ausgebaute Schulen wäre auch ultra wichtig. Es sind so viele Dinge, die so wichtig wären. Und es braucht alles 100 Jahre. 100. Minimum. 100 Jahre, Leute. Wie sieht's hier aus? Holz. 100 Jahre. Ich muss aufhören, die ganze Zeit 100 Jahre zu sagen, ne? Wir können auch nirgendwo mit unserer Nahrung hin. Es ist ganz furchtbar. Wir haben zu viel Essen. Was sollen wir tun? So, 10 Logistiker brauchen wir auf jeden Fall. Aber da hatten wir auf jeden Fall noch eine komische Zwischenquest, die wir wegmachen konnten. Was kann ich denn noch für die Grete erlassen? Nichts davon. Ich würde halt gern so ein Dekret zum Essen erlassen. Also quasi sagen, hey, esst mehr. Das würde ich ultra cool finden, wenn das gehen würde. Lass mal eine Zeit lang nur abholzen. Das ist zwar für unseren Wald nicht so gesund, aber dann kommen wir hier vielleicht mal ein bisschen weiter. So, neuer Händler. Schauen wir mal, was der uns mitbringt. Was ist Schwarzwurzel? Wildschweine! Oh, Wildschweine, ja. Was willst du haben von mir? Nimm alles. Oh Gott, die sind ja richtig teuer. Nimm den Schnaps. Ich gebe ihm gerade den ganzen Schnaps mit, Leute. Ich gebe ihm gerade den ganzen Schnaps mit. Es tut mir leid, aber es sind Wildschweine. Ich habe gerade unseren Schnaps hergegeben. Oh nein. Oh nein. Oh, Pain. Lass mal hier noch ein paar Tomatchen pflanzen. Dass wir was anderes haben. Oh Gott, ich habe unseren... Oh, das kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Den ganzen Schnaps weggeräumt. Ohne Scheiße aber auch. Ah, da sind so ein paar Gebäude, die repariert werden müssen. Aber das passiert eh automatisch normalerweise. Sobald Ressourcen übrig sind.
Erinnerung an sobald. Aber wassertechnisch ist gerade gar nicht mehr so am Wachsen, ne? Also wir hatten die ganze Zeit so eine mega krasse Überproduktion, was Wasser angeht. Und jetzt fühlt sich's nicht mehr so an, als würden wir überproduzieren. Okay, doch, wir produzieren immer noch über. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir hatten eine Dürre dazwischen. All good. Ja, es geht ein bisschen runter gerade. Es geht, aber es regnet auch gerade nicht. Ja, sollte trotzdem reichen. Das fängt auch gleich wieder zum Regnen an. Das wird schon passen. Ich glaube, ich mache mir viel zu viel Sorgen gerade. Leute, wir kriegen gleich Wildschweinchen. Ich wollte eigentlich noch mehr Kühe reinpacken, aber jetzt haben wir einfach noch mehr Wildschweinchen. Was produzieren die? Ja, wenn wir dann rausfinden. Aber wir haben jetzt auch noch Wildschweinchen dazu bekommen. Was aber nichts daran ändert, dass wir ja immer noch mehr Rinder haben wollten für mehr Milch. Das heißt, ich packe hier jetzt daneben einfach trotzdem noch eine Weide hin, damit wir noch mehr Rinder bekommen für noch mehr Milch. Das wollten wir auch haben. Nö. Das sollte man ja nicht unterschätzen. Na, was ist jetzt mit denen? Benötigt Kohle. Ja, wir alle brauchen Kohle. Aber halt die andere, haha. Tut mir leid. Der Witz war echt schlecht. So. Und dann werden hier gleich noch mehr Rinder, Rinder war richtig. Noch mehr Rinder produziert. Ach, und wir haben neue Sachen, die wir hier auswählen könnten. Ach nee, wir müssen die andere erst abschließen, ne? Wir müssen erst sammle Nahrung aus verschiedenen Orten, Quellen abschließen. Wobei ist die Frage, ob das als eigene Quelle zählt. Es müsste eigentlich schon eine eigene Quelle sein. Es sind halt Wildschweine. Also es ist halt auch eine Weide, aber es ist halt eine dritte Tierart. Also müsste ja eigentlich auch zählen. Warum habe ich obdachlose Leute? Wie konnte das denn passieren? Und es geht Wohnplatz aus. Scheiße. Und das ist alles sehr eng zum Wohnen. Es wird alles sehr, sehr eng werden hier auf jeden Fall, stückchenweise. Aber wenn wir da obdachlose Leute, da müssen wir uns auf jeden Fall schon Sorgen machen. Auf jeden Fall. Nicht so gut. Ja, wir haben Wildschweinchen. Und da wird ein neues Baby-Wildschwein geboren. Guck mal, die Rinder sind sogar schon da. Ich muss sie gar nicht mehr einfangen. Die sind sogar schon da.
It's beautiful. It's beautiful. So, was sagt uns die Händlerin? Die alten Knochen. Ja, so sehe ich das auch. Hey, starr doch nicht so. Oder gefällt dir, was du siehst? Nee, von den Ressourcen, die du hast, brauche ich nichts. Sehr nett. Danke für das Angebot, aber we don't need no more. Wir brauchen nur Wohnorte wieder neue. Tatsächlich. Und ich muss aufpassen, dass ich hier unten, ja, da hinten, da unten fange ich gerade an, ein Stückchenweise den ganzen Wald da wegzuroden. Schon eine richtige Schneise drinnen. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Aber geil, dass wir jetzt Wildschweine haben. Das ist ultra, ultra, ultra cute. Holy shit. Macht mal das als nächstes fertig, bitte. Da fehlt ja nur noch ein bisschen Schrott. Den haben wir ja sogar schon. Der muss ja nur fertig platziert werden. Perfekt. Und dann können wir nämlich hier als Tierart, können wir nochmal Büffel auswählen. Da ist aber auch schon Fertigungsgrenze für diese Ressource erreicht. Kann ich das nicht irgendwie hochsetzen? Das müsste ich doch irgendwie hochsetzen können, dass ich sage, ich möchte mehr Milch. Wie geht das? Hilfe! Das geht safe irgendwo. Ich kann safe irgendwo sagen, Milch is what I want. So. Aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wo. Lagerung, Schrott, Kohl, Plastik, Tomatenfisch, Wasser, Bohnen, Wildschwein, das brauche ich alles nicht. Ich brauche Eier, Pilze, Milch. 560 Milch haben wir. Wollen die Leute das nicht trinken? Vielleicht brauche ich auch einfach mehr Lager. Wahrscheinlich brauche ich alles. Also das Dringendste, was ich wahrscheinlich an dieser Stelle jetzt hier erforschen kann und muss. Wir haben drei von denen. Geil, ist ein Lagerhaus. Es kostet wieder Holz des Todes, aber ich brauche Lagerplatz. It's insane. Wir haben so viel von allem. Aber hey, das hat richtig Spaß gemacht heute. Holy shit. Ich muss leider, oh Gott, nicht neues Spiel. Ich muss leider schon aufhören, weil gleich mein Stream startet. Ich nehme das gerade vor dem Stream auf. Aber ich werde gucken, dass ich die nächste Folge, die ich voraussichtlich morgen aufnehmen werde, noch ein bisschen länger mache als jetzt die heute, damit wir ein bisschen was aufholen von dem, was in den letzten zwei Wochen gefehlt hat. Ey, es hat mega Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Genießt euer Wochenende und wir sehen uns bald. Tschüss, tschüss.